In diesem Video wird erläutert, wie man aus einer herkömmlichen Kamera eine PoE-Kamera macht. Dazu hat man das PoE-Set aus Injektor und Splitter, dann das Netzteil der Kamera und natürlich das Netzwerkkabel. Der Splitter kommt an die Kamera dran, an den Netzeingang und an den LAN-Eingang. Dann kommt das Netzwerkkabel an die Kamera, über das Strom- und Netzwerkdaten übertragen werden. Ans andere Ende kommt der Injektor. Da kommt dann auch noch das Netzteil dran. Das kommt dann in die Steckdose. Der Netzwerkanschluss auf der anderen Seite kommt in den Router. Stecker rein und schon dreht sich die Kamera. Das Ganze funktioniert also einwandfrei.